Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Plekbäcker. Mein Name ist Pulsar und wir beginnen heute in einem, naja, wie soll ich sagen, Zwischensequenzbildschirm, wie auch immer ihr das nennen wollt, denn wir sind in der Intersection Back to Angler. Ja, warum ich da jetzt starte, das erzähle ich euch gleich. Wir wollen erstmal noch kurz lesen. Auf ein neues DR-Platine sitzt vollständig im Intersection-Schaltpult. Die Sicherung ist wieder drin und du hast sogar sichergestellt, dass kein großer, böser Riesenroboter sie wieder raushauen kann. Jetzt muss es aber mal endlich klappen hier. Sonst heiße ich Ute und sammle Briefmarken. Aha, das ist bestimmt eine Anspielung. Begib dich also sofort nach Norden zum Adi Tower. Ist kein Act, weil du da vorhin die ganze Ätzflüssigkeit umgeleitet hast und nun geilerweise durch einen nicht mehr gefluteten Tunnel abkürzen kannst. Und danach steigst du endlich in diesem doofen Fahrstuhl und fährst den Turm hinauf zu Adi Engler. Bitte Enter oder Leertaste, um zu starten. So, wir befinden uns, Moment, mal kurz hier, so, wir befinden uns wieder zurück in der Aufnahme. Herzlich willkommen, ja, ein, zwei Sachen vorher vielleicht, bevor wir loslegen. Ich weiß, ich hatte ja versprochen, ich werde dort starten, wo der Endgegner besiegt ist. Gut, der Endgegner war da hinten dran, der BM234 und ich hatte halt, ja, so viel probiert, ich habe über 2 Stunden gespielt und hin und her und ich habe es nicht geschafft. Ich bin immer draufgegangen, dann habe ich gedacht, okay, komm, brichst jetzt ab an dieser Stelle und machst halt was anderes. So, dann am nächsten Tag wieder aufgenommen, weil ich dachte, komm, du musst das ja irgendwie schaffen, weil irgendwie muss es ja weitergehen in dem Let's Play. Hab das dann durchgespielt bis zum Schluss, ja, und dann auf einmal ein Bug. Der Roboter, der Riesenroboter hat sich nicht bewegt. Kein Stück vorwärts, kein Stück zurück, gar nichts. Keine Raketen geschossen, keine fiese Hand, die uns wegdrückt in die Flüssigkeit, gar nichts. Ich dachte so, cool, das wird ja leicht. So, ich die Sicherungskästen zerstört. Und plötzlich schaltet dann der Roboter sich aus, ganz viel von Geisterhand. Alles ist tot und ich denke mir, cool, jetzt startet die Aufnahme, da kannst du noch losquatschen. Ich drücke auf Aufnahme, F9 bei mir und dann stürzt mir das Spiel ab. etwa ganz toll, mir ist das Spiel abgestürzt, ich habe mich so geärgert. Dann schaffst du es beim ersten Mal und dann stürzt du das Spiel ab und... Ja, ich weiß nicht, was es war, ob das Spiel irgendwie Probleme hat, mit irgendeinem Aufnahmeprogramm zu korrelieren. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ist auch egal. Jedenfalls habe ich es jetzt geschafft. Und ja, wir sind eigentlich nur von hier. Also noch ganz kurz, wenn ihr das sehen wollt, wie das aussieht, wenn die Roboter sich ausschaltet, dann guckt bei Mina spielt. Wir sind also jetzt von hier durch die Tür gelaufen, haben hier noch einen MacBacker aufgenommen und hier geht's auch schon weiter. So, hier ist nix. So, wollen wir mal gucken, was sich hier befindet. Ich habe keine Ahnung, wie es hier weitergeht. Auf jeden Fall hat die Kitty hat ja gesagt, dass wir eine Abkürzung nehmen können. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Ah, okay. Hä? Da fehlt dir die Hälfte, oder? Vorhin war doch da noch ein ganzer Körper dran. Ich weiß es gar nicht mehr. Wisst ihr das noch? Ich glaube, da war ein ganzer Körper dran. Das ist der Chris B. Da hatte ich die Anspielung hatte ich ja auch schon mal. Und das wird sich auch noch klären, warum. Hier steht es nochmal. Chris, Beta-Version. Chris B. Ihr wisst, warum. So, was haben wir hier? Steht hier was anderes? Kreissägenaktivität wurde deaktiviert. Status beendet. Okay, der ist dann wohl hinüber. Und wir, das ist wahrscheinlich das Becken, wo wir hinunterspringen dürfen. Beziehungsweise die Treppen hinuntergehen. Ah ja, okay. Ich guck mal, ob hier noch ein Geheimgang ist. Man weiß ja nie bei diesem Spiel. So, und ansonsten heißt es wieder volle Konzentration. Aufpassen, dass wir nicht gleich wieder... Ich hab da was gehört. Nicht, dass wir gleich wieder sterben. Was ist das denn? Da müssen wir bestimmt hinab. Da haben wir Anlauf und hepp. So. Ja, da geht's weiter. Okay, deswegen auch die Energie. Wir haben 70, wir haben noch ein paar Schuss. Da hinten scheint es weiter zu gehen. Okay, dann wollen wir mal. Nicht im Kreis. Vorsicht. Ach, diese komischen Viecher schon wieder. Und wir tauchen mal kurz hier auf. So, da hinten scheint es noch weiter zu gehen. Ja. Beziehungsweise da. Kommen wir da irgendwie noch irgendwo hin? Ist da noch ein Geheimgang oder sowas? Ne, da ist einfach gar nichts. Hier müssen wir aufpassen, nicht wieder runterzufallen. Das möchte ja keiner haben. Da unten können wir bestimmt noch lang schwimmen, aber ich traue mich das gerade nicht mit der wenigen Energie, die wir noch haben. Das ist mir ein bisschen zu riskant. Denn wir wissen nicht, was uns noch erwartet. Sondern irgendwelche Doreens kommen oder wir irgendwelche von den fliegenden Köpfen oder irgendwas. So, da können wir links hoch und rechts hoch. Ich möchte aber gerne geradeaus durch. Ist leider nicht möglich. Schade. Ah, guck mal da. Freunde. Die holen wir uns mal großzügig von hier oben. Haben wir noch andere
Ja, wir haben noch diese Waffe. Ah, das ist natürlich das Problem. Die kommen immer auf uns zu. Beziehungsweise versuchen immer in unserer Nähe zu sein. Die laufen jetzt unten gegen die Wand und wir können natürlich sie jetzt nicht so gut treffen. Hier, ah, nee, das geht eigentlich gar nicht. Schade. Hier, guck, die laufen kurz weg und dann kommen sie wieder. Die sind nach uns getamed, finde ich eigentlich sehr cool gemacht, aber ist leider ein bisschen unpraktisch für uns. So, da ist noch einer. So, den haben wir. Oh, Alter, was ist das für ein langer Gang? Ich versuche gerade so mit dem Kopf mich so um die Ecke zu lehnen, um zu gucken, was da ist. Da ist noch einer, okay. Das muss der nachladen. Das will ich natürlich nicht. Jetzt haben wir bei ihm das genau das gleiche Problem wie bei den anderen beiden. Ich glaube, ah, okay. Der war, Alter, voll in den Hals. Boah, ekelhaft. Daneben, das ist mir zu riskant. Ich möchte keine Munition verballern, habe ich keinen Bock drauf. Deswegen laufe ich jetzt mal kurz zurück. Die anderen sind wahrscheinlich immer noch festgebackt da unten oder so. Vielleicht sind wir da irgendwo. Was ist das überhaupt? Mal da irgendwas machen? Nee. Ach komm, egal. Okay, da ist noch einer. So, und den holen wir uns mit den Fäusten. Das spart Munition und trainiert die Arme. So, wenn so mit so schweren Gehänge wie so Ringen und Nietengürtel, das macht natürlich... Oh, 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 oh. Da müssen wir natürlich aufpassen. Und noch so ein scheiß Cornet. Ich hasse... Alter. Oh, ich hasse die. Oh, das ist der rote Schlüssel. Okay, okay, okay. So, den haben wir. Blöden Atzen da, ey. Alter! Oh, den habe ich nicht gesehen. Beziehungsweise zu spät gesehen, dass der auf uns zielt. So. So, kommst du ran? Da ist noch einer. Ist noch einer, glaube ich, ne? Alter! Alter! Wie will die uns abziehen? Ich zieh dir gleich einen ab! So, der ist auch fast tot. Bam! Wir bekommen keine Energie. Ist da noch jemand? Schade. So, hier ist der rote Schlüssel. Da geht doch bestimmt wieder irgend so ein Türchen auf. Ich weiß es. Haben wir noch Colin Brewer? Ne, haben wir nichts mehr. Wir haben nur noch von der. Okay. Wir müssen vorsichtig sein. Wir haben noch 17 Energie. Das ist nicht so viel. Ich versuche hier immer wie bekloppt an der Wand lang zu ringen, weil ich denke, da wäre irgendwas. Da wäre irgendwie ein Schalter oder so, ein Geheimgang, irgendwas. Ach! Guten Tag! Hä? Was? Hä, was ist denn das? Okay, wir müssen gewappnet sein, wir müssen aufpassen. Denn ich habe keine Lust, dass da irgendwo nochmal hier sowas runtergeht oder so. Ah, wir hätten können links oder rechts. Jetzt erkenne ich das. Okay, wir sind aber rechts runtergesprungen. War das gut oder war das schlecht? Oder ist das egal? Kommen wir auf beide Seiten noch? Ich habe keine Ahnung. Ach, ein Teleporter. Okay. Da sind wir... Oh, danke, Spiel. Das deftige Metal Meal gibt gut Power. Gott sei Dank, Alter. Ich möchte noch gerne ein bisschen was anderes erzählen. Und zwar, der gute Minbäcker war am Wochenende zu Gast bei mir zum Interview. Eigentlich wollte ich noch davon ein bisschen erzählen, aber das Spiel ist einfach zu spannend, dass ich Angst habe, ich verpasse irgendwas, beziehungsweise kann mich nicht richtig konzentrieren und quatsche einfach dann zu viel vielleicht. Ah, jetzt sind wir wieder zurück. Okay. Aha, Lift Power 100%. Das finde ich gut. Sind hier jetzt nochmal neue Gegner gespawnt? Gibt es hier wieder was anderes, was wir absahnen können oder so? Und was passiert, wenn... Was wäre passiert, wenn wir den anderen Weg gegangen wären? Komme ich da wieder zurück? Komme ich da wieder hin? Hier ist überall zu. Okay. Jedenfalls möchte ich mich nochmal bei dir bedanken, lieber Minbäcker, dass du da warst. Es war sehr, sehr schön. Wir hatten ein sehr informatives Interview, was natürlich noch kommt hier auf dem Channel. Muss mal gucken, wann ich das wie schneide und so weiter. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass er da war. Und ja, und vor allen Dingen habe ich auch einiges gelernt. So viel darf ich auch verraten. Er hat mir viel, viel erzählt, auch so ein bisschen von sich und was er so gemacht hat und so weiter. Und das hat mir sehr geholfen. Und was mir auch helfen würde, wäre, wenn ich noch irgendwie vielleicht nochmal zurück könnte. Aber der Zug ist voll abgefahren, oder?
Also wir hätten uns können entscheiden, dass wir rechts oder links gehen. Und hier hinten ist... Die Frage ist, wären wir da noch immer zurückgekommen? Da ist noch irgendwas, was ich jetzt nicht erkennen kann. Ist da noch ein Teleporter? Naja, egal. Der Zug ist wohl abgefahren. Wir kommen hier nicht mehr durch. Schade, schade. So, was haben wir? Also, okay, wir gehen nochmal. Hier ist auch zu, hier ist auch... Warum? Da ist doch, sieht aus wie ein Geheimnis. So, wir teleportieren uns wieder zurück. Und jetzt können wir vielleicht mit dem Aufzug fahren. Ich weiß es nicht. Können wir da irgendwas machen? Oh. Adi Engler, du Pizzabacke. Ich bin gekommen, um dich zu killen. Ja, ich hoffe es doch, mein Guter. Ich hoffe doch, dass du gekommen bist, um ihn zu killen. So, haben wir das jetzt... Warum sind wir jetzt hier wieder... Aha. Okay. Gegner vernichtet 33%. War das ein Level? Sag mir bitte nicht. Unbelievable, ich hätte schon fast gar nicht mehr dran geglaubt. Du hast voll drauf. Schöne Aussicht. Das Westende bietet durch seinen riesigen Fenster einen optimalen Blick aufs Meer und das Universum. Ostende gibt es auch. Aber wir machen hier kein Sightseeing. Ja, das ist wohl auf die beiden Küsten angespielt. Oh, jetzt wird die Musik auf einmal leise. Auf die beiden Küsten. Ich glaube in Belgien, in Ostende und Westende, glaube ich. Oder hieß das so? Gibt es auch so Strandabschnitte? Naja, keine Ahnung. Adi Tower Rise. Es geht aufwärts. Hoch oben in diesem Turm erwartet Adi Engler unfreiwillig auf sein Ende. Damit du aber auch bis in seinen Thronsaal kommst, musst du in jedem Stockwerk aussteigen und manuell die Security-Checkpoints deaktivieren. Denn nur dadurch kann der Lift entsperrt werden und seine Fahrt in die nächsthöhere Etage fortsetzen. Das klingt nach jeder Menge Spaß. Vorsicht vor massivem Widerstand, hier steht's schon. Hier im Adi Tower erwartet dich besser gleich, machst du dich besser gleich auf alles gefasst. Und nicht vergessen, Black, the only way is up. Das ist wohl wahr, während ich hier das Equipment zerlege. So, komm. Lift gestoppt, warte auf manuelle Betätigung. Hier steht Level 1, Dry. Hilfe? Okay, das kommt mir zugute, das finde ich sehr gut. Das ist natürlich gemein versteckt hier in dem Aufzug, aber mittlerweile kennen wir das Spiel und seinen Entwickler nur zu gut. Man hat so ein bisschen die Ahnung, wo er alles versteckt hat. So, gelber Schlüssel, sehr schön. Da ist der gelbe Schlüssel. Wieso können wir nicht durch das Fenster greifen? Ich weiß nicht, wir haben tolle Waffen, wir können einfach gar nichts. Wir sind, naja, zwar mutig, aber irgendwie ein Papierärmchen oder so, keine Ahnung. So, was ist hier los? Holzblöcke? Ah, das ist wohl eine Taverne oder so und da sind bestimmt lustige Gesellen. Nö, das sind keine Gesellen, okay. Ah, da ist Push the Button. Was ist das für eine olle Fratze da oben? Wer ist das? Ist das der Adi? Engler, ja klar. Oh, ein Teleporter auf seinem Thron. Mhm. Wo können wir uns denn dahin teleportieren? Komm. Okay. Der geht wohl nur in One Way. Alter, überall dieses Gesicht. Kann man das kaputt machen? Hier können wir wieder runterspringen. Ich bin mal vorsichtig. Ach, sind wir wieder am Anfang. Okay. Ah ja, jetzt verstehe ich das so ein bisschen, den Zusammenhang von dem ganzen Level. Sehr gut. So, hier sind wir runter. Dann gehen wir mal da lang. Ah, der gelbe Schlüssel. Sehr gut. Und was ist hier? Ah, Freunde. Hallo. Hallo? Was versteckt er sich so feige hier? Ich will doch nur was zu trinken. Ich will doch nur ein Bier. Nix Zielperson. So, erst holen wir mal den mit. Und dann könnte ich eigentlich auch in die Bar hier gehen und ihm ein paar langen. So, mit meinen langen Armen. Wollen wir erstmal probieren? So, ungefähr. Komm. So. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Haben wir ein bisschen Munition gespart. 65 Schuss haben wir noch. Hier, komm mal, eine Flasche Bier. Können wir? Ah, schade. Das wäre cool gewesen. Aber man kann nicht alles haben. So, hier ist wieder ein Teleporter. War hier noch irgendwo ein Geheimnis oder so? Nö. Gut. Ach! Wo sind wir denn jetzt? Du hörst auf, nach mir zu schießen. Ich glaube, es geht los. So, den holen wir uns mit der Faust. Oh, das sind noch zwei. Die holen wir uns nicht mit der Faust. Den können wir uns mit der Faust holen. Alter, wo kommst du denn her? Richtig, eine Meute hier. So, sind wir jetzt vielleicht... Ist das das Feuer, was wir vorhin gesehen haben? Der Kamin? Ja, es wird wohl so sein. Ah, ja. Gut, gut.
Gut. Sehr schön. Wie kommen wir denn da hin? War wir hier schon? Wo ist denn der Teleporter hin? Ach so, wir müssen ja den Button pushen. Ich vergaß. Entschuldigung. So, irgendwo bewegt sich was. Ja, ich glaube, in deiner Hose oder was? So, komm, hör mal auf. Ah, die Treppen, okay. Metal-CD gefunden, okay. Metal-CD gefunden, okay. Hier, Lavalampen in Blau, auch sehr schön. So, hier sind wir wieder an der Theke, okay. Aber hier kommen wir nicht zurück, ne? Ah, doch. Oh nein, oh nein, oh, Alter. Ist das euer Ernst? Laufen die mir hinterher? Alter, mit denen habe ich ehrlich gesagt wirklich gar keinen Bock. Ich bin jetzt einfach mal feige geflüchtet. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Folgen die mir? Nee, och. Ah, da ist wieder die Party, okay. Aha, Kontrollturm. Komm, Geheimnis. Ah, guck mal. Alter, bin ich gerade erschrocken, ey. Blödes Vieh, hau ab. Die verfolgen einen ja. Das sind vier Stück, ey, boah. Wo ist er? Scheiße, wir haben keine Munition mehr, wir haben gar nichts mehr. Haben wir da noch was? Nee, doch da. Okay, wir können uns noch wehren mit Pfefferspray. Level 2. Wir lassen hier irgendwo was sein. Bitte, bitte, bitte. Okay, hier können wir ins Wasser. Wieso noch keine Geheimnisse gefunden? Blauer Schlüssel. Okay, wir müssen ins Wasser. Definitiv. Ja, brauche blauen Schlüssel. Ist klar. Oh nein, das sind bestimmt diese komischen Meernix. Ja, natürlich sind sie das. Timioa. Bitte, 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 lass mich gehen. Hier ist auch nichts. Okay. Alter, bitte, lass mich gehen. Bitte, bitte. Boah, wie viele sind denn das? Bitte lass mich gehen, bitte lass mich gehen, bitte lass mich gehen. Schlaf. Ah, nein. Scheiße, wo kommen die alle her? Oh, wir sind fast tot. Ach, wir sind tot. So, wir kommen jetzt nie wieder raus. Ah, hier. Scheiße. Wie kommen wir da rein? Wir sind so gut wie tot, ey. Oh, Kacke. Da, guck, da ist der Colin Brewer drin. Ich will da rein. Hm. Komm, das ist doch wieder eine Falle. Nee, okay. Wir müssen eigentlich nur eine Runde schwimmen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich nur rot und grün, würde ich schätzen, die Schüssel holen. Aber wir haben immer noch keine Energie. Die Korns, ja, ja, komm. Die Korns haben uns, Alter. Gut, okay, hier ist der grüne Bereich. Das sieht man schon von Weitem. Okay, grün, ja, ich sehe es schon. Oh, nö, Förderbänder. Aber für den Spaß habe ich jetzt also gar keine Lust. Oh, oh. Okay. Heieiei. Ah, da schwebt irgendwas. Da schwebt Munition oder so. Können wir hier durch? Nö. Können wir hier abkürzen? Nein. Was ist das? Ah, noch eine Metal-Kutte. Wir haben doch schon eine. Können wir hier im Kreis fahren oder was? Alter. Okay. Hier ist noch eine Tür. Alter, vier Stück. Okay, vier Stück. Das ist mies. Wir laden nochmal von vorne, das macht gar nichts. Wir kennen jetzt zumindest die ersten beiden Level. Ja, kennen wir schon ein bisschen. Ja gut, Level 1, Trockenheit, okay. So, wir wissen, bei den Korns müssen wir eigentlich nur rennen. So, hier passiert jetzt erstmal gar nichts. Und dann wird es nachher fies, glaube ich, ne? Ja, komm, wir rennen jetzt mal ein bisschen durch. Das Level kennen wir ja schon.
gehe trotzdem mal... Ah, nein, okay.